Liebe Mitfeiernde, seit langem hat es mir dieses Lied angetan und immer wieder höre ich es gerne im Advent. Ja, es berührt mich zutiefst, jedes Mal. Dieses Lied trägt den Titel Mary, did you know? Maria, hast du es gewusst? Hast du es geahnt, wen du da im Stall zur Welt bringst? Hast du gewusst, was da auf dich zukommt? Hast du geahnt, was aus deinem Sohn einmal werden wird? Ja klar, ein Engel hat es ihr ja gesagt, diese unglaubliche Botschaft. Es ist der Sohn Gottes. Aber hat sie gewusst, was das heißt? Hat sie es begriffen, es verstanden? Mal ganz ehrlich, wenn dir heute ein Engel erscheinen würde und solch Unglaubliches, solch Unmögliches verkünden würde, würdest du ihm nicht erstmal den Vogel zeigen oder zum nächstbesten Psychiater rennen, weil du glaubst, an religiösen Wahnvorstellungen zu leiden? Wir Menschen sind nicht mehr offen für das Unmögliche, für das Unfassbare, für das Einbrechen des Göttlichen in unserem Leben, nicht wahr? Und vielleicht will Gott uns da auch wieder ein bisschen zurück auf den Boden holen, damit wir lernen. Lernen, was unsere Aufgabe, unsere Bestimmung ist. Nämlich bereit und empfänglich zu sein für das oder den Unmöglichen und ihn in unser Leben lassen. Liebe Mitfeiernde, Weihnachten ist für mich das Fest des Unmöglichen. Gott wird Mensch. Das lässt sich nicht erklären. Hier endet unser Verstand, unser Verstehen, unser wissenschaftliches Machbarkeitsdenken. Doch Gottes Möglichkeiten gehen über unseren Verstand hinaus. Wenn wir schon längst mit unseren menschlichen Möglichkeiten am Ende angelangt sind, ist für Gott noch lange nicht Schluss. Er kommt zur Welt. Jesus kann nur zu uns kommen und Mensch werden, wenn wir Ja sagen, wenn wir vertrauen, wenn wir uns einlassen, wenn wir uns selbst nicht so wichtig nehmen. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe. Und genau darum geht es an Weihnachten, das Unmögliche geschehen lassen, in mir, mit mir. Das Außergewöhnliche zulassen, mit ihm und durch ihn. Sich auf Gott einlassen und akzeptieren, dass wir nicht das letzte Wort haben, aber das unsrige, das entscheidende Wörtchen dazulegen müssen. Unser Ja.